So, Ärzte kommen zurück zum Albtraum. Ach, Leute. Das war gerade falsch. Ich wollte den, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. War das schon 9? Glaube. War das schon 9? Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, nee. War Front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müssen wir jetzt genau beim 40er Marker sein? Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müssen wir genau. Keine Ahnung. Wo sind wir gerade? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, genau. Also genau bei 7 mal 8 sind wir jetzt gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt müssen wir bei 64 sein. Genau, das ist der 60er Marker. 1, 2, 3, 4. 64er Marker. Ich habe noch einen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Das war genau richtig. Boah, Leute. Jetzt der letzte schwierige, der Neuner. Und dann sind wir wieder relativ einfach, weil wir einfach wieder uns bei den Dingern orientieren können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich war's richtig. 1, 2, 3, nächsten. Ist das richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doch, richtig, genau. Gott, Alter. Was tut die mir an, Leute? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich sag ja, die Zahl wäre einfach zu groß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ihr wisst das eigentlich immer. Keine Lücke, eine Lücke, zwei Lücken, drei Lücken, Mitte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da sind drei. Warte mal kurz. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier müssen wir genau. Was? Warte mal kurz. Hier sind wir bei 9. Hier bei 18. Hier bei 27. 36. Genau bei 45. Hier bei 54. Mal kurz. 54 und dann müsste hier 63 kommen. Genau, ja doch, haut hin. Puh, Alter. Es ist, Leute, warum? Warum erlöst ihr mich nicht einfach? Schaltet doch einfach dieses Video ab und deabonniert mich, dann bin ich frei. So. Und da ganz ehrlich, den überlasse ich jetzt. Gar keinen Bock mehr. Gar keinen Bock mehr. So, dann müssen wir noch überall die ganzen Accelerating-Typen machen. Das ist zum Glück wieder relativ einfach. Ich brauche mich einfach immer nur hier reinstellen. Ungefähr so. Und dann einfach die Strecke lang, während ich die ganze Zeit hier rumklicke. Ungefähr so. Dann wird überall da, wo eine Lücke ist, automatisch ein Ding gesetzt. Easy. Das ist also wieder relativ easy. Außer ich schwimme daneben. Vielleicht sollte ich einfach mal statt rückwärts zu schwimmen, vorwärts schwimmen.
Macht halt auch viel mehr Sinn und ist viel einfacher und überhaupt. Ja. Aua, aua, aua. Och, mein Kopf. Nice. Habe ich gerade einen. Nee, okay. Da hat er natürlich mal abgerutscht. Ich meine, gut, ist zwar einfacher, aber du wirst trotzdem Brät im Kopf. Das ist ja. Vor allem fühlt es sich gerade so unwirklich an, weil die Abstände immer größer werden. Ach du Scheiße, ey. Digga, ist das schlimmer als ein Psycho-Thriller. Das ist ja, was zur Hölle ist denn hier los am Anakon? Die Zeit, sie vergeht immer langsamer. Schön hier bleiben. Aber wir haben es gleich geschafft. Da können wir, verdammt. Können wir endlich gucken, wer nun der Schnellste ist. Oder bis wohin es volle Geschwindigkeit hat und ab wann es anfängt, nicht mehr die volle Geschwindigkeit zu haben. Damit wir wissen, wie viele Accelerating Pipes wir dann tatsächlich für unsere Anlage denn brauchen im Let's Play. Das ist ja das, worauf ich eigentlich hinaus möchte. So. Weil wer das noch nicht geschnallt hat. Weil wie gesagt, jede Pipe gegen hier, diese Beschleunigungspipes auszuwechseln, ist halt viel zu teuer. Weil wie gesagt, du brauchst für jede fucking Pipe zwei Kupferspulen. Like, what the f. Ich meine, wir haben massig Kupfer, so, also, Aber trotzdem, das ist halt so hardcore. Alleine die Dinger zu produzieren, ist halt schon ein Mörderauftrag. Gut, ich meine, dafür, um zu gucken, wie viel wir produzieren müssen, um zu sparen, hab ich jetzt hier einen Mörderauftrag, also ist letztendlich alles Mörder. Aber hey. Das war zu schnell. Ein bisschen Lücke. Ach nee. Ist einfach nur wieder hier. Ausnahmetalent. Das war's. Alle verbunden, wieder alles richtige Pipes. Dann geht's jetzt ab. So. Das alles für diesen einen Moment, Leute. Das alles für diesen einen fucking Moment. Ja, also es macht wirklich von Anfang an einen Unterschied. Ist wirklich, dass der 2 wirklich am schnellsten ist. Oha. Und ich hatte gehofft, ne, also meine Idee dahinter war. ey, chillt mal, Leute. Alter, was ist mit euch los? Meine Idee dahinter war, dass diese Accelerating Pipes beschleunigen das Ganze ja wieder und die normalen Pipes bremsen das Ganze ja wieder ab. Und es war meine Idee, dass wenn man vielleicht so eine Accelerating Pipe und dann, weiß nicht, vielleicht 3 normale Pipes hat, dass das ausreicht, damit die immer noch eine volle Geschwindigkeit lang zwischen können. Aber scheinbar scheint wirklich schon direkt die erste normale Pipe das Ding so abzubremsen, dass halt jede weitere schon einen krassen Unterschied macht. Ja, das ist natürlich traurig. Dann gucke ich jetzt mal nochmal und guck mal jetzt. Wir haben ja ganz hinten, das Ding hat jetzt schönerweise gar keine. Das heißt, das ist quasi so das, was wir jetzt aktuell schon haben. Ich mache jetzt also nochmal, guck jetzt mal auf der Seite hier.
Ja, und man sieht, selbst eine alle 10 Blöcke macht schon einen immensen Unterschied. Ist fast doppelt so schnell. Der andere ist jetzt schon am Ende. Und der ist immer noch gerade mal bei knapp der Hälfte. Okay, das heißt, es würde zumindest schon mal das Ganze verdoppeln von der Geschwindigkeit her, wenn wir einfach nur alle 10 Blöcke wirklich einen rauf machen. Ich glaube, zwischen denen ist dann mittlerweile gar kein so großer Unterschied mehr. Ne? Das heißt, da wirklich viel mehr zu machen, macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Ich guck mal noch mal ganz kurz. Hier ist ja der 10er. Ich vergleiche mal den 10er mit dem 5er. Mal gucken, was da so bei rauskommt. Pferderennen! Ja, siehste, die Rechten alle machen kaum Unterschied. Wo der größte Unterschied ist halt zwischen 2 und 3, klar. Weil das ja auch prozentual der größte Unterschied ist. Aber bei den anderen macht es halt überhaupt... Also hier ne, zwischen 5 und 10 ist halt... Der Unterschied ist so... Ne, da ist 10, da war 5. Der Unterschied war so gering. Macht keinen Sinn. Während der komplett ohne immer noch hinten rumgeiert. Okay, das heißt, es würde also wirklich ausreichen, wenn wir einfach nur jeden 10. Ding so ein Ding hinklatschen. Dann passt das. Das ist doch schon mal eine Hausnummer, mit der man rechnen kann. Sag ich mal. Gut. Da kann ich die ganze Scheiße wieder löschen. Wow. Das alles nur um das. Wow. Wow. Okay. Gut. Dann. Wow. Kommt mal her. Über Lava rumliegt, Alter. Was ist los mit euch? Hast du irgendwo Lava? Nö. Okay. Muss ich wieder nur. Weiß ich auch noch. Achso, weil da noch ein bisschen was in die Kisten ist. Aber wisst ihr was? Frage bei Marzipan. Hui! Oh. Und durch die Zielgerade kommt Tom Hengst mit seinem Hengst. Hui. Kanone. So. Da hatten wir jetzt alle unseren Spaß gehabt. Easy. So. Jetzt muss ich aber 99 haben, ne? 91? Ach so, ja klar. Hier, die. War es auch nur 4? Der fehlt immer noch ein paar. So. Ach ja. Ist da echt noch welche drin? Und ja, die Kisten hier, die werde ich jetzt einfach so abbauen, weil mir ist nämlich letztens aufgefallen, dass wenn du mit World Edit hier Sachen löschst, dass Metadaten durchaus erhalten bleiben. Also, ne, dann da hast du solche Effekte wie überall, wo du zum Beispiel so Texte hast, ne, das, was hier gleich steht, dass das quasi erhalten bleibt. Genauso wie auch das mit dem Rechtsklick raufklicken, dass sich dann das Menü eröffnet, erhalten bleibt. Weil das ja auch als Metadaten hinterlegt ist. Und wenn du dann an der Stelle irgendwann mal Dirtblock hinsetzt und dann auf den Dirtblock raufguckst, hast du zum einen wieder den Text links und wenn du auf den Dirtblock damit Rechtsklick raufklickst, hast du auch die Truhe wieder. Ja. Deswegen, bevor man irgendwelche Sachen mit World Edit überschreibt, also mit... Also, weiß ich, sowas wie ZR, um da halt die Region mit Luft zu ersetzen. Am besten immer gucken, ob da vorher irgendwelche Sachen sind mit Metadaten. Und die, wenn es geht, vorher abbauen. Hm.
So, und Rest. Aha. Ja, auch die Schilder haben mit erraten. Habe ich die einfach mal. Das hält ja im Kopf nicht aus, jeder mal. Das ist ja hier, das ist ja. What the? Ich komme nicht raus, ich glaube nicht. So. Dann müssen wir alles gelöscht haben. So. Und jetzt, wenn ich dich abbaue. Was? Danke. Geht doch. Juhu. Wassermarsch. Mann, dauert das ewig. Gut. Dann kann ich hier schon mal, ne, auch wichtig, immer wenn du mit World Edit gearbeitet hast, siehst du da diesen ganz kleinen, schwachen Schatten. Man erkennt immer, wenn man mit World Edit gearbeitet hat, da auch wieder so ein kleiner, schwacher Schatten. Da so links. Und deswegen immer, überall, wo man mit World Edit arbeitet, danach fix Light. Hier 100. Bam. Und schon sind die Schatten weg. Da und da ist wieder alles normal. Ja. Das sind so die Sachen, bei denen man, auf die man mit World Edit immer achten muss. Und daran erkennt man auch immer Server, wo exzessiv mit World Edit gearbeitet wird. Du hast immer am Spawn überall random Schatten. Wie gesagt, meistens ist es dann so ein Karo-Muster, also dass du halt so Querstreifen und Längsstreifen hast, die sich so durch die Landschaft ziehen, wo du halt so kleine Schattenspuren hast, sozusagen. Also quasi immer da, wo sich quasi Chunks berühren, hast du das. Glaube ich. Und ja, daran erkennst du halt, dass bei dem Spawn exzessiv mit World Edit gearbeitet wurde und der nicht danach Clearlight gemacht hast, was so ziemlich bei allen Servern der Fall ist, die mit World Edit arbeiten exzessiv. Und schon sind alle Spuren beseitigt. Beseitigt. Was ist denn da hinten los? Ach so, ich hab's total. Da kann man noch ein paar durch die langsame Pipe. Ganz vergessen. Tada! Als wäre nie was gewesen. Wir haben die letzten Episode nichts gemacht. Gar nichts. Nein. So. Clear Inf. Danke dafür. Hauptmenü. Ronix. Oh, ich merke gerade, meine rechte Kamera hat sich aufgehangen. Lol. Was ist denn da los? Da muss ich einfach mal nach der Folge mal neu starten. Ist der scheinbar zu warm geworden? So. Okidoki. Achso, ich muss jetzt mal wieder entstimisieren. Ja. Okay. Das heißt, jetzt brauchen wir, ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange die Sachen überhaupt sind, wie lange der Weg überhaupt ist. Haben wir hier? Ja, haben wir. Dann brauchen wir einfach nur die Zahl entsprechend durch 10 teilen und dann wissen wir jetzt ja, was abgeht. Die erste Position, die X ist, glaube ich, nicht die, auf die wir achten müssen, sondern wir müssen auf die dritte Zahl achten, ne? Ja, genau. Ganz schön hoch, diese Dinger. Okay. Hab gerade, weil er umtritt, relativ zu dem Marker, den du davor gesetzt hast. Deswegen dachte ich jetzt, dass das immer nur wirklich der ist, der wirklich direkt davor gesetzt ist. Aber da wir den jetzt gerade abgebaut hatten,
Dachte ich, dass das nicht mehr, vielleicht nicht mehr funktioniert. Aber er meint tatsächlich damit den letzten, der noch da ist. Von denen, die man davor gesetzt hat. Wobei, ich glaube, er übernimmt es nicht, also das ist nur innerhalb der aktuellen Session. Also wenn ich jetzt irgendwie einen platziere, dann ne, den Server verlasse und dann wieder online komme, oder spätestens, wenn der Server neu startet, und ich dann den zweiten platziere, dann kriegt er die Zusammengehörigkeit auch nicht mehr hin. Der ist ihn quasi auf was Neues. Ja, wir brauchen mehr Stamina, Alter. Wir brauchen definitiv irgendwie. Wäre ganz interessant, ob es so eine Mod gibt für die Hunger-Mod. Die einem so Status-Buffs geben kann. Sowas wie, weiß nicht, Energy-Drink. Dass man denn damit ein bisschen länger Stamina hat oder sowas. Oder auch schneller rennt, während man Stamina noch hat. Wär jetzt schon ganz cool. Achso, und jetzt bitte nicht irgendwelche Mods vorschlagen, bitte, ja. Also, wenn ihr so eine Mod kennt, dann bitte nur, wenn die sich dann auch hier wirklich, ups, in das Hub integriert. Also, der möchte auch hier wirklich dann schon so einen Balken haben mit, so lange hält der Energy Drink noch und geht dann langsam runter oder irgendwie sowas. Also, auf jeden Fall, dass es hier denn nicht irgendein extra Balken ist, der dann irgendwie noch aufploppt oder irgendwie sowas, was dann wieder das Continuum zerstört. Ist einfach die andere Kamera rausgegangen. Ich glaub's nicht. Scheißdreck. So. 800. Wow. Also selbst so brauchen wir 80 von diesen Pipes. Oh, Alter. Oh mein Gott. Einmal so eine Scheiße. Habe ich da überhaupt Bock drauf, ganz ehrlich? Das wird so eine Sisyphus-Arbeit. Das wird, da hat doch auch keiner Bock zuzugucken, ganz ehrlich, so. Und das Ganze gerade mal damit, gerade mal doppelt so schnell. Also es ist, glaube ich, etwas schneller als doppelt so schnell. Aber trotzdem. Ich weiß ja nicht. Nee, Leute, ich glaube, das ist die Mühe nicht wert. Das ist, weil wir müssen ja auch immer erstmal wieder jeden Zehnten abzählen, weil hier haben wir ja keine Zehnermarker, ne? Das heißt, wir müssen wirklich wieder jeden Zehnten abzählen und so grob jeden Zehnten machen, lässt wieder mein Perfektionismus nicht zu. Also muss wirklich genau jeder Zehnte sein, so, sonst kann ich nicht mehr ruhig schlafen nachts. Ja, nee, das, ne, 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 Könnt ihr mal schön vergessen. So, gar keine Lust zu. Ich glaube, da würde ich lieber sagen, dass ich irgendwie anfange zu cheaten. Und dann einfach hier eine Teleporting-Tube-Pipe-Tube-Tube-Dings. Wer ist das Scheißding? Wie sieht das Ding aus? Oh, ist das hier, ne? Nee. Teleporting-Pneumatic-Tube-Segment. Davon zwei Dinger klatsche. Baue. Eins hier hin klatsche, eins hinten hin klatsche. Und dann quasi einfach den gesamten Apparat dazwischen überspringe. Der sieht zwar nicht mehr so schön aus, dass die Sachen durchwandern. Vor allen Dingen ist halt unrealistisch, weil die Sachen teleportieren. Aber ganz ehrlich, meine, ne, mit diesem Travel-Netz teleportieren wir uns ja auch so. Bäh. Ganz, ganz, schwierig. Ja, komm. Machen wir. Dann machen wir es lieber auf dem Wege. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. So, was wollen wir denn dafür?
Oha. Wir brauchen 8, 4 Kupferspulen. Wir haben bestimmt keine einzige. Ich korrigiere, wir haben gar keine. Das ist nochmal ein bisschen trauriger als, als nicht eine einzige. So. Dann brauchen wir. Gut, mir ist überhaupt kein Problem. Steuerregel-Dings, da müssen wir, glaube ich, auch noch irgendwie haben, oder? Nee. Auch nicht. Okay, dann machen wir die Dinger auch noch. Gut. Kupferspulen und Schmiedeeisenbarren. Zinnbarren. Schmiedeeisenbarren. Kupfer. Nee, ist Bronze. Wo ist denn Kupfer? Haben wir gar nicht. So, dann geben wir mal ein paar von diesen wunderschönen Rollen. Dankeschön. Du kannst erstmal zu hier. Schnauze. Quatsch. Hier. So. Geben wir mal Dinger. Dankeschön. Ich nehme auch mal hier noch ein. Ich glaube mal. 6 dürfte nicht reichen. So. Wir brauchen. 8, ne? Na, zu spät. Jetzt weiß ich mich gar nicht, ob wir immer 2 draus bekommen. Ne, okay, einer, genau, also brauchen wir doch 8. So, das heißt, wir haben. Ach ja, wir brauchen ja 4 Spulen. Ich brauche also. Noch mehr. Ich brauche nochmal 8. Dankeschön. So. Warum war wir. Ach, zu wenig Eisen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Dankeschön. So, jetzt brauchen wir. Davon ein bisschen was. Und wir brauchen noch diese komischen. Spulen mit Golddraht. Kupferbarren. Brauchen wir also noch mehr Kupfer? Holy Wackamoli. Chrombarren. Dankeschön. Na, brauchen wir 2 von? Ach, guck mal, wir haben schon ganz viele. Na, egal. Siliziumscheibe. Golddraht, das hatten wir doch noch, oder? Ah, ne, aber nicht, wir hatten nur Spule mit Silberdraht. Gold. Gold. Haben wir noch kein Gold mehr? Messing. Messing. Warum haben wir so viel Messing, aber kein Gold? Gut. Dann, Dankeschön. So, aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal viel Folge Feierabend. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.